Willkommen bei TechFocus. Mein Name ist Baraschkal und hier seht ihr das HTC Rhyme, das brandneu auf den Markt gekommen ist, zu einem akzeptablen Preis, und es wird in schicken Farben wie lila oder auch Plum genannt, hier in weiß bzw. einem leichten Grau und auch in einem leicht goldigen Design geben. Wie ihr sehen könnt, wir haben ein schickes Display und eine durchschnittliche Hardware, aber was sich wirklich bei diesem Handy auszeichnet, ist zum Beispiel, wir haben beim HTC erstmals hier nicht wirklich das Micro-USB hier frei offen, sondern wir haben hier hinten noch dank diesen drei goldenen Adaptern hier auch diese Docking Station mit dabei im Lieferumfang. Die werden wir euch gleich nochmal genau zeigen, und dann wird es automatisch darüber geladen auf dem Tisch zu Hause. Aber natürlich unterwegs ist trotzdem immer noch praktisch, wenn man über Micro-USB laden kann. Sonst haben wir wie immer oben den Kopfhöreranschluss. Hier kann man das Gerät an- und ausschalten, auch im Weiß gehalten, ausnahmsweise mal nicht direkt hier verchromt. Dann haben wir auf der linken Seite den Lautstärkeregler. Entschuldigung, so, hier könnt ihr das erkennen, wahrscheinlich auch nicht ganz so toll, aber auch in Weiß gehalten bei diesem Modell. Und auf der anderen Seite, wie schon gesagt, nur der Micro-USB unten und Mikrofon hier. Also die Rückseite kann man anscheinend wahrscheinlich gar nicht abmachen, beziehungsweise nur schwer. Also ich weiß gar nicht, wie man die SIM-Karte reintut, das werden wir euch aber natürlich bald in einem Unboxing-Video oder ähnlichem zeigen. Wir haben Android 2.3.5 schon mit integriert und die neue HTC Sense-Oberfläche, die wir, wie ihr sehen könnt, wirklich schön schnell ist. Ein Dual-Core-Prozessor haben wir hier integriert, zwar nicht 1,5 GHz wie bei den größeren Modellen, aber natürlich sehr praktisch ist hier bei HTC, dass man eigentlich auch Notifications angezeigt bekommen kann, hier auf der linken Seite, und wenn man die genauer anschauen will, kann man draufklicken, beziehungsweise wenn jetzt mehrere vorhanden wären, dann könnte man sich noch kurz Infos anzeigen lassen. Zum Gerät selber, wir demonstrieren euch gleich mal hier die Kamera, die hinten mit integriert ist. 5 Megapixel müssen das sein, wenn wir uns nicht alles täuscht. Scheint recht schnell zu sein. An der Front haben wir natürlich auch noch eine Kamera dabei. Also das drehen wir dann hier gleich mal. Und dann könnt ihr mich hier mal im Bild sehen. Auch sehr schick die VGA-Kamera, agiert auch angenehm schnell. Und genaue Bilder werdet ihr dann im Test natürlich bei uns lesen können. Das neue Wetter-Widget bzw. Uhr-Widget ist auch kleiner geworden, damit man mehr vom Hintergrund sieht, und das Display ist, wie ihr sehen könnt, auch von der Seite gut betrachtbar, und das Gerät fühlt sich an sich sehr schön an. Jetzt legen wir das Ganze mal in die Docking Station, die, wie schon gesagt, beim Lieferumfang mit dabei ist, bei diesem ungefähr 400 Euro Gerät. Und das Schöne ist, man kann so einstellen, die Docking Station, dass dann automatisch das Gerät zum Beispiel einfach in den Weckermodus geht, über Bluetooth mit den integrierten Lautsprechern hier in diesem Dock gekoppelt wird und dann zum Beispiel morgens ganz anders mit einem ganz anderen Ton euch weckt. Hinten ist nur ein Micro-USB vorhanden bei der Dockingstation und sonst nichts. Und wie ihr sehen könnt, das Handy liegt so stabil drin, aber man kann es wirklich sehr einfach rausnehmen, und es wird dann natürlich sofort geladen, aber jetzt haben wir gerade keinen Stromanschluss dabei. Und das war es eigentlich schon von dem HTC Rhyme. Hands-on, vielen Dank fürs Zuschauen bei TechFocus. Mein Name ist Baraschkal und bis zum nächsten Mal.